Auf dem Weg sein. Ich liebe Weglieder und ich liebe es, mir Gedanken zum Thema Weg und auf dem Weg sein zu machen. Und heute möchte ich euch ein ganz ein schönes Lied schicken, das ich von der Andrea Tanzer bekommen habe und vom Ernesto, zwei Singkollegen, mit denen wir uns ganz gern und viel austauschen. Und seid mir nicht böse, wenn der Text nicht ganz passt. Geh mein Weg, ich bin begleitet. Geh mein Weg, ich werd gehalten. Geh mein Weg, der wird mich tragen. Hab keine Angst, ich bin nicht allein. Hab keine Angst, ich bin nicht allein. Geh mein Weg, ich bin begleitet. Geh mein Weg, ich werd gehalten. Geh mein Weg, er wird mich tragen. Hab keine Angst, ich bin nicht allein. Hab keine Angst, ich bin nicht allein. Geh mein Weg, ich bin begleitet. Geh mein Weg, ich werd gehalten. Geh mein Weg, er wird mich tragen. Hab keine Angst, ich bin nicht allein. Hab keine Angst, ich bin nicht allein. La la da 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 da. Geh mein Weg, ich bin begleitet. Geh mein Weg, ich werd gehalten. Geh mein Weg, er wird mich tragen. Hab keine Angst, ich bin nicht allein. Hab keine Angst, du bist nicht allein. Hab keine Angst. Wir sind nicht allein. Ja, und wenn ich dann so am Weg bin, bewusst am Weg bin, dann merke ich, dass da immer wieder so kleine Gipfelerlebnisse sind, so kleine Aussichtspunkte, wo ich dann dastehe und auf den Weg blicken kann, so von oben schauen kann, wo geht's noch hin? Oder so nach vorne eben schaue, ich weiß ja nicht, wo es mich hinführen wird, aber wo ich sehe, es geht voran, es geht weiter, der Weg geht weiter. Und es warten viele wunderschöne Dinge auf mich. Und wo ich aber auch zurückblicken kann und sehe, wow! Was ist da schon alles passiert? Was habe ich da schon alles geschafft? Und dann auch wirklich mich freuen darf über das, was schon hinter mir liegt, was Tolles geschehen ist, über die Prüfungen, die da waren und die mich immer wieder weiter vorangebracht haben und einfach auch innehalten darf. Verschnaufen darf, zur Ruhe kommen darf, mich auftanken kann, bevor ich dann wieder weitergehe auf meinem Weg. Und das finde ich so spannend. Also diese Abwechslung, die dieses Bild des Weges hat und diese ganz unterschiedlichen Facetten wirklich so Freude, Trauer, Power,
total energiegeladen und dann wieder verschnaufen, zur Ruhe kommen. So viele Qualitäten. Jo, das finde ich einfach genial. Und das wünsche ich euch, dass ihr das auch vielleicht schon entdeckt habt oder noch entdecken könnt. Und dass ihr vielleicht auch einen Weg in der Natur entdeckt, so ihr sagt, wenn ich den gehe, gelingt es mir, so in dieses Weggefühl einzutauchen. Ich habe bei uns im Umkreis von Burbach schon einige wunderbare Wege entdeckt und ich bin sicher, bei jeder von euch gibt es auch diese Wege in der Natur, die man für sich entdecken kann, die du einfach dir auserwählen kannst. Und so wünsche ich dir wieder einen ganz großartigen Tag, an dem du ein Stück deines Weges, deines Lebensweges weiter voranschreitest. Tschüssi, Baba.